Wie soll ich mich gegenüber Nicht-Muslimen verhalten, die den Islam hassen und ablehnen und Muslime hassen und ablehnen, obwohl sie ihn gar nicht kennen? Versuch sie aufzuklären. Ja, manchmal hilft es wirklich, die Menschen aufzuklären, weil die meisten Menschen, es gibt wenig Ideologen, die wirklich ideologisch davon überzeugt sind, dass der Islam was Schlechtes ist. Die gibt es auch, das wissen wir. Denen kann man nicht helfen. Die kann man nur bekämpfen mit Worten, ja, indem man versucht sozusagen dagegen zu schreiben, indem man dagegen argumentiert und so weiter und so fort. Aber was die Menschen betrifft, die einfach Vorurteile haben, und davon gibt es sehr, sehr viele, die muss ich aufklären. Sei offen zu ihnen. Tu ihnen eine gute Tat, damit sie sehen, ah, der Islam ist nicht so. Und ich bin mir sicher, die meisten dieser Menschen erreichst du. Die meisten Menschen erreicht man dadurch. Warum? Weil sie nicht ideologisch davon überzeugt sind, dass der Islam schlecht ist. Sie hören das einfach nur. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich ein Nicht-Muslim wäre, oder sogar wenn ich ein Muslim wäre, der nicht praktiziert. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich noch nicht praktiziert habe, wo ich noch keine sozusagen Kontakte zu Muslimen hatte und so weiter und so fort. Da habe ich selbst gedacht, der Islam ist eine komische Religion, obwohl ich Muslim bin. Wirklich. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, war ich 15, 14. Ja, in der Schule hat man nur Schlechtes gehört. Ja. Irgendwie war ich zwar Muslim, aber ich konnte auch nicht argumentieren. Und das ist, als wo ich Muslim war. Wie ist es denn erst jemand, der nie Kontakt zu Muslimen hat, der jeden Tag die Nachrichten hört? Jeden Tag nur von Tod und Terror und Mord und was ich was hört. Frauenunterdrückung. Meint ihr, der wird keine Vorurteile haben? Ja, das muss ja wirklich ein besonderer Mensch sein, wenn er keine Vorurteile hat. Diese Menschen gibt es auch, aber es sind, wie gesagt, die meisten Menschen, die müssen Vorurteile haben. Es geht gar nicht anders. Bei dieser Medienhetze, der sie ausgesetzt sind, und auch bei dem Verhalten der Muslime selbst, muss man ja auch offen sagen. Deswegen, es gibt immer wieder diesen Satz, Alhamdulillah, dass ich den Islam kennengelernt habe, bevor ich die Muslime kennengelernt habe, oder? Kennt ihr, haben schon viele gesagt. Jetzt den letzten, den ich gehört habe, der das gesagt hat, ist Yusuf Islam gewesen. Er meinte, Alhamdulillah, ja, hat er jetzt vor ein paar Wochen, also habe ich das gelesen, hat er gesagt, Alhamdulillah, ich habe den Islam kennengelernt, bevor ich die Muslime kennengelernt habe. Ja, muss man auch offen sagen. Es ist leider so. Wir tragen dazu bei, dass diese Vorurteile bestärkt werden und bestätigt werden. Und dementsprechend brauchen wir uns nicht zu wundern, dass es viele Menschen gibt, die Vorurteile haben. Aber die meisten haben die Vorurteile nur aufgrund der schlechten Medienberichterstattung und aufgrund des Verhaltens einiger Muslime. Und dementsprechend muss ich versuchen, durch ein gutes Verhalten, indem ich auf sie zugehe, indem ich sie aufkläre, diese Vorurteile zu beseitigen. Die Menschen, die ideologisch gegen den Islam sind, die muss ich mit den Worten bekämpfen. Mit Worten, indem ich schreibe, aufkläre, ja, die muss ich auf diese Art und Weise bekämpfen. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, weil diese Menschen, egal wie gut ich bin, die werden mich nicht akzeptieren, die wollen mich auch nicht akzeptieren. Ja, aber das ist Alhamdulillah die Minderheit. Die Mehrheit hat nur Vorurteile und die kann ich nur beseitigen, indem ich auf die Menschen zugehe und indem ich ein gutes Vorbild bin für diese Menschen. Ganz im Sinne der Worte Allahs, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Und eine gute und nicht gleich sind eine gute und schlechte Tat. ادفع بالتي هي أحسن. Wehre sozusagen eine schlechte Tat mit dem Besten ab. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sodass zwischen dir und demjenigen, ja, bei dem sozusagen Feindseligkeit vorhanden ist, zu jemandem wird, als wäre er ein nahestehender Freund. Und das kommt nach welchem Vers? Nach dem Vers وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا. Und wer sagt bessere Worte? Also als sozusagen im Kontext des Da'is, im Kontext einer Person, die zu Allah subhanahu wa ta'ala einlädt. Ja, deswegen kann ich das nur empfehlen, offen sein, immer wieder auf die Menschen zugehen. Und wenn es ein Ideologe ist, ist es aber eher die Minderheit, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als gegen ihn zu argumentieren. Das ist das, was ich machen kann in diesem Fall. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.